Wir werden noch ein bisschen warten müssen, bis Dienstag vielleicht sogar, bis das Ergebnis wirklich vorliegt. Aber was wir heute wissen, ist, dass für uns heute ein Kapitel der Parteigeschichte auch abgeschlossen ist. Das letzte Jahr war überaus schwierig. Das ist so wie ein Marathonlauf. Ich habe ein paar so Läufe gemacht in meinem Leben. Wenn du mit einem Rucksack starten musst, wo 20 Kilo Steine drinnen sind, und das macht es sehr, sehr schwer. Heinz-Christian Strache, das einzige Problem, warum das jetzt so ein desaströses Ergebnis ist? Ja, es ist schon auch ein Problem der Partei selbst, denn in der Partei war es möglich, dass diese Dinge passieren, und meine Aufgabe ist es zu schauen, dass das einfach nie mehr möglich sein wird, und das wird die Aufgabe der Zukunft sein. Aber reicht das jetzt, dass man diesen Rucksack, den Sie angesprochen haben, los ist? Ich meine, das ist ja doch auch wirklich jetzt so, glaube ich, so, das haltet jetzt hinter den Neos. Es läuft sich leichter ohne Rucksack. Also ich hoffe, dass wir ohne Rucksack auch aufholen können. Sie haben gesagt, da muss sich jetzt was ändern auch in der Partei. Was sind das wären denn Konsequenzen aus diesem Ergebnis? Einfach ein Regelwerk in der Partei, das ja gemeinsam mit Dr. Manfred Heimbuchner auch erarbeitet wird, das klarlegt, welche Regeln gibt es. Und da wird es keine Spesenaffären mehr geben in dieser Partei. Das ist mir sehr, sehr wichtig, weil die Wähler müssen ja wissen, woran sie mit der FPÖ sind. Wir sind eine Partei der kleinen Leute, jener Menschen, die in der Früh aufstehen und arbeiten gehen. Da kann keiner verstehen, wenn sich Menschen in dieser Partei bedienen. In der Zeit, wo es zu dem Spesenskandal gekommen ist, war Dominik Knepp für die Finanzen zuständig. Heißt das jetzt auch, dass man da eventuell auch schauen muss, ob Dominik Knepp da jetzt noch der richtige ist? Das hat er nicht. Also er hat klargelegt und auch bewiesen, dass er keine Verantwortung trägt für die Dinge, die hier untergeschoben worden sind. Er ist ein toller Spitzenkandidat, hat einen tollen Wahlkampf gemacht, hat tolle Fernsehauftritte gemacht. Die Mitarbeiter waren sehr, sehr motiviert, und mit uns besonders leid für die vielen Ehrenamtlichen, die gelaufen sind, jeden Tag und schon um 5:30 in der Früh beim Bürgerstandl waren. Aber ich kann sagen, ich habe in der Politik schon so viel erlebt. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren dabei, habe Knittelfeld erlebt und das Wiedererstarken der FPÖ und den Bundespräsidentenwahlkampf mit 2,2 Millionen Stimmen. Es kann sehr, sehr schnell gehen in der Politik. Also man muss immer auch Demut bewahren, im Sieg, aber auch dann, wenn es schwierig ist. Das heißt, Dominik Knepp soll an der Spitze der Wiener FPÖ bleiben? Das würde ich mir sehr wünschen, ja. Das heißt, personelle Konsequenzen von Ihrer Seite wird nicht geben, die Liste hat gepasst? So? Es geht nicht um Personen, es geht darum, dass eine Partei glaubwürdig ist. Und Dominik Knepp ist sehr glaubwürdig. Jetzt hat man im Vorfeld auch schon gehört, dass es eventuell Veränderungen an der Spitze im Bund gibt. Wir haben vorhin gerade mit Herrn Schneblitz gesprochen, der hier medial auch wortwörtlich namentlich genannt wurde. Hm. Und zwar als Ersatz für Sie, was sagen Sie denn dazu? Michael Schneblitz ist der beste Generalsekretär, den man sich überhaupt wünschen kann. Und ich bin sehr stolz, ihn an meiner Seite zu haben. Wir werden gemeinsam in der Zukunft diese FPÖ in neue Höhen führen. Wollen Sie denn nach diesem Ergebnis, nach diesem nächsten Rückschlag überhaupt da an der Spitze bleiben? Es war unabhängig davon, ob es von anderen gewünscht ist. Ich habe im letzten Jahr meinen gesamten Ruf, den ich in 2 Jahrzehnten aufgebaut habe, als jemand, der verbindlich ist, der ja auch schaut, dass er auch mit anderen Parteien ein Auslangen findet, in die Waagschale geworfen. Und ich glaube einfach, das ist ein Weg, dieses hart in der Sache, aber im Ton verbindlich, der Weg der Zukunft für diese Partei sein muss. Und ich hoffe, dass auch alle anderen dieser Partei auch das genauso sehen wie ich. In der FPÖ ist immer doch der Bundestrend bis dato so ausschlaggebend auch, der die Länder entweder durchübelt oder doch auch in den so hinunterziehen kann. Mit welchem Gefühl schauen Sie dann da in die Landtagswahl? Das ist ja noch viel auf Sie. Das ist in allen Parteien so, mit Ausnahme dort, wo man einen Landeshauptmann stellt natürlich. In diesem Fall war es anders. Das Epizentrum der Schwierigkeiten war ja in Wien, wie Sie alle wissen, und wir wussten, dass Wien schwierig werden wird. Aber wir haben jetzt Gott sei Dank dieses Kapitel Ibiza hinter uns gelassen und können eine neue Zukunft sehen für uns auch. Ich wüsste nicht, wer sonst Mitverantwortung tragen würde. Und nämlich das Partei vielleicht sich die Frage stellen, welche Verantwortung man selbst auch mitträgt. Ja, nun, das Regelwerk, habe ich vorher genannt, muss geändert werden, denn klar ist, ich werde die Regeln so stellen in dieser Partei, dass egal wer Bundesobmann ist, klar ist, das kann es nie mehr geben. Das ist meine Aufgabe. Sind Sie sich eigentlich ganz sicher, dass es sich für Heinz-Christian Strache nicht ausgehen wird? Ich weiß es nicht. Wir werden erst am Dienstag das Endergebnis vor uns liegen haben. Die Zahlen geben eine gewisse Schwankungsbreite her, aber ich gehe davon aus, dass wohl das Ende des Kapitels sein wird. Ist es nicht trotzdem irgendwie bitter, dass selbst wenn 4% der Wähler
Verein sich nicht schafft. Die FPÖ, die jetzt nach derzeitigem Stand nur doppelt so viel schafft wie der ehemalige Parteiobmann, der ja am Fiasko mehr oder weniger schuld ist. Schauen Sie, ich verstehe die Wähler, weil die Wähler sagen, naja, da ist eine Partei, in der war das möglich. Und ich werde sicherstellen, dass das nie mehr möglich sein wird. Denken Sie, dass Heinz-Christian Strache, sollte er den Einzug nicht schaffen, jetzt für immer vom politischen Boden verschwinden wird, oder wird es da noch ein Aufflammen geben? Davon ist auszugehen, ja. Haben Sie mit ihm gesprochen? Nein, ich habe nicht mit ihm gesprochen. Was glauben Sie, die Wähler, die jetzt die FPÖ nicht gewählt haben, in welche Richtung ist da gegangen? Die ÖVP oder vielleicht sogar die Strache? Einige zur ÖVP, weil ja die ÖVP einige Themen von uns zumindest nach außen hin kopiert hat, wie viele wissen. Aber viele sind in einer Warteposition und warten ab, wie sich diese Partei entwickelt. Und ich habe die Verantwortung, die Partei so zu steuern, damit sie sich gut entwickelt. Und ich hoffe, dass es gelingt. Wie gesagt, ich war mal Marathonläufer, vor meinem Unfall natürlich. Das wäre heute ein aussichtsloses Unterfangen. Und damals war die Prater Hauptallee, so dieser schwierige Bereich, die letzten paar Kilometer. Und ich glaube, dort befinden wir uns gerade. Sie haben mal Knittelfeld angesprochen. Da ist es ja für die FPÖ der Wagen, muss man sagen, eigentlich doch relativ rasch auch wieder bergauf gegangen. Wie schaut es denn da diesmal an? Wann kann man sich von diesem Rucksack, den Sie angesprochen haben, wieder befreien? Knittelfeld war schwieriger. Ich werde nie vergessen, ich war damals in der Steiermark, bei der Landtagswahl, wo die Landesgruppe aus dem Landtag gefallen ist, wegen Knittelfeld. Das haben wir heute anders. Es war war klar, dass wir alle zusammenhalten. Es ist keine Landesgruppe aus dem Landtag gefallen. Wir haben stabilisiert. Aber jetzt ist die Talsohle durchschritten. Heute ist der schwierigste Tag für diese FPÖ. Und ich gehe davon aus, dass es in den nächsten Monaten wesentlich leichter werden wird. Was wird die FPÖ jetzt ändern? Ja, nun, das Regelwerk in der Partei, das ist schon in Vorbereitung auf der Schiene, damit eben ganz klar ist, dass gewisse Dinge, Spesenbetrug, nicht mehr möglich sein wird. Inhaltlich wird alles bleiben, wie es ist. Das heißt, eine starke Konzentration auf soziale Themen, auf die Fragen der Sicherheit beispielsweise und auf die Frage, werden die Corona-Maßnahmen sich auswirken auf unsere Zukunft. Wir werden sehr viele Arbeitslose haben, viele Unternehmen, die keine Zukunft haben, und wir wollen sie besonders einsetzen, damit kein weiterer Lockdown zum Beispiel kommt. Das ist unsere Aufgabe. Das Thema Migration haben Sie jetzt aber nicht angesprochen in diesen drei Themenbereichen, oder? Sicherheit, das gehört genau hier dazu. Es gibt viele Menschen, die sind ins Land gekommen und sind mit Begeisterung Österreicher, aber man muss auch ehrlich sagen, es gibt auch andere, die sich in diesem Land weniger vornehm benehmen. Wie werden Sie den Abend jetzt noch verbringen? Wird man dann doch noch einmal ein bisschen sprechen miteinander? Natürlich, ja, man spricht miteinander. Meine Frau ist auch heute mit dabei. Und wir gewinnen gemeinsam, und in schwierigen Zeiten, dann stehen wir auch das gemeinsam durch.